Wir haben einige Fragen für dich und ich würde sagen, wir fangen jetzt schon mal an mit der ersten. Olli, aufgepasst. Hallo, wir sind Johannes und Lukas Göttinger, 2 und 12 Jahre alt. Und wir wollten wissen, wie groß warst du mit 12 Jahren, Oliver Baumann? Das ist leider schon viel zu lange her, gell? Mittlerweile. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ich schätze irgendwas zwischen 1,65. Oh, schon groß. 1,60, 1,65, irgendwie so in die Richtung. Okay. Ja, irgendwann habe ich einen kleinen Schuss in die Höhe gemacht. Da war ich halt noch schmal, also richtig schmal. Der Breiteste bin ich jetzt auch nicht, aber... Man muss immer aufpassen, was man sagt. Merkt ja, richtig. Merkt ja, wenn der neben mir sitzt, dann wirklich sehr schmal. Ja, wirklich. Wir haben die nächste Kinderfrage für Olli. Hallo, ich heiße Marian, bin 11 Jahre alt und wohne in Waldorf. Ich würde gerne von Oliver Baumann wissen, was sein Lieblingsbuch war, als er noch ein Kind war. Gar keins. Sind wir gespannt. Hast du nie gelesen? Nee, ich war nicht der Leser. Nur das, auch was kein Mickey Maus, nix? Wenig, ja. Also das hatte ich echt, so Zeitschriften hatte ich auch nicht so viele. Ich war halt auf dem Fußballplatz dann. Jetzt sag doch den Kindern, dass sie lesen sollen. Ja, das die ist sollen wichtig schon lesen, aber... Für die Entwicklung. Das soll ja auch Spaß machen. Okay, wir haben noch eine Frage von der Vivi, die ist von den TSG Youngsters. Hallo, ich bin Vivi, 15 Jahre alt und komme aus Rauenberg und ich habe eine Frage an Olli Baumann und zwar, welches deine Lieblingsübung oder Lieblingseinheit war, die ihr gemacht habt, als ihr am Tegernsee euer Trainingslager hattet? Liebe Grüße! Yoga. Yoga war sehr anstrengend, glaube ich, für uns alle. Aber auch sehr interessant. Also das macht schon Spaß. Aber Lieblingsübung ist immer eigentlich Torschuss. Torschuss mit den Jungs, bei den Jungs zu sein, mit denen ein bisschen rumzuflaxen. Und natürlich dann ja, kommen halt viele Bälle aufs Tor. Hallo, ich bin Noah und ich bin 9 Jahre alt und ich habe eine Frage an Mihat Gasinovic. Mihat, da ich ein Riesenfan von dir bin, möchte ich gerne von dir wissen, was war dein großes Fußballvorbild, als du noch so alt warst wie ich? Tschüss und ich find's richtig geil, dass du jetzt bei uns bist. Süß, ne? Ja, sehr süß und ja, sehr gute Frage. Erste Vorbild war Thierry Henry und ja, immer noch. Hast du ihn schon mal kennengelernt, Thierry Henry? Nee, leider nicht. Okay. Wir haben noch eine Kinderfrage an Sages Adamian. Schön, dass du wieder da sitzt, bist wieder fit. Hast sogar ein paar Minuten gehabt am Wochenende. Hier ist die Frage an dich. Hallo, ich bin Max. Ich bin 10 Jahre alt. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen und ich hätte eine Frage an Sages Adamian. Und zwar, welche Übung im Training macht dir am wenigsten Spaß und wieso eigentlich? Ja, was mir keinen Spaß macht, ist auf jeden Fall, wenn man ohne Ball trainiert, wenn man viele Läufe macht, muss man durch, aber das macht halt nicht so viel Spaß. Hallo, ich bin Johannes und bin 9 Jahre alt und bin im Urlaub an der Nordsee. Ich habe eine Frage an Christoph Baumgartner. Welche schönen Erlebnisse hatten Sie mit dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß schon? Interessante Frage. Ja, ich glaube, so für uns als Mannschaft war natürlich jetzt die Woche am Tegernsee schon was sehr, sehr Besonderes. Ich glaube, wir haben viel Zeit einfach mit dem Trainer und auch mit dem ganzen Staff, mit der ganzen Mannschaft verbringen können, haben uns da gut kennenlernen können. Und ja, jetzt freuen wir uns einfach auf die ersten Pflichtspiele und dann werden sicher einige coole Momente dazukommen. Sind wir überzeugt. Da haben wir noch eine Frage. Hallo, ich bin Seifenmäschel und bin 10 Jahre alt und in Wurstbach und ich bin großer Hoffenheim-Fan. Meine Frage geht an Christoph Baumgartner. Was nimmst du dir für die nächste Saison vor und was sind deine Ziele? Gut, Moosbach müsste eigentlich was der Dennis beantworten. Ist ja seine Region. Vielleicht sagt er auch was kurz dazu danach. Na, für mich persönlich ähnlich wie letzte Saison. Ich möchte einfach versuchen, ja, alles dafür zu tun, um gesund zu bleiben, verletzungsfrei zu bleiben, weil ich glaube, das habe ich letzte Saison gemerkt, dass das einfach sehr, sehr wichtig ist, wenn du gesund bist und einfach ja immer spielen kannst, immer trainieren kannst, dann hilft dir das einfach extrem und ja, möchte dann einfach meine Leistungen wieder am Platz bringen, genauso wie die ganze Mannschaft und wie gesagt, dann werden wir sicher eine gute Rolle spielen, sowohl national als auch international. Gerne kann Dennis was dazu sagen. Er war, bitte, Dennis. Er war sehr lange verletzt und da ist es, glaube ich, gerade auch wichtig, in häuslichen Gefilden so eine Verletzung auch mit auszukurieren im Kreise der Familie, oder? Ja, ich glaube, das Wichtigste, dass du dann Personen hast, die hinter dir stehen, egal welche Zeiten du gerade durchlebst, auch wenn es mal schwierig wird,
vor allem wenn du länger verletzt bist, aber zum Glück hatte ich das und bin jetzt auf einem guten Weg, auch wieder fit zu sein. Hallo, ich bin Matteo, 10 Jahre alt und komme aus Hilsbach. Ich bin gerade im Allgäu. Ich habe eine Frage an Kramaric. Wie viele Tore hast du schon gegen Dortmund geschossen? Ich bin nicht sicher, aber ich würde sagen 7. Aber ja? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht habe ich recht, oder? Vielleicht kriegen wir das sogar noch raus. 7, okay. Haben wir noch eine Frage? Eine haben wir noch, André, an dich. Hallo, ich heiße Raphael, bin 10 Jahre alt und komme aus Lahnburg. Ich habe eine Frage an André Kramaric und die lautet, wann hast du mit Fußball begonnen? Also wann hast du das erste Mal Fußball gespielt und dann wie bist du halt Profifußball geworden? Also von ganz jung bis zum Profi. Tschüss! Okay, auf Deutsch. Ich habe angefangen, wann ich war 6 Jahre alt und das war einfach zu früh, ich würde sagen. Aber ich liebe Fußball und einfach das war so gestartet. Zum Profifußballer zu geworden war nicht so einfach, ich muss sagen, das war viel, viel Arbeit und Trainings und einfach Liebe.